in der Fun-Zone. Sammle 10.000 Spaßpunkte und gewinne einen tollen Preis. Wähle eines von vielen Attraktionen aus und vor allen Dingen habe Spaß. Na sichi. Spaß. Na sichi, haben wir Spaß. Funscore, Zerro, es gibt Golf, es gibt Autorennen, es gibt das Bällebad und es gibt den Pool. Ja, nice, dann fangen wir doch direkt mit dem Bällebad an, meine Damen und Herren. Und dann haben wir richtig Spaß! Ah. Gut, dass das mit den Cursern funktioniert. Man kann immer nur einmal treffen, okay. Kann man auch das U-Boot versenken? Aua! Nö. Hey, Beule am Kopf. Hey, Beule am Kopf. Funscore 1842. Yay! Da gibt es unser Lieblingsspiel. Ja, ich habe das gesehen. Mit dem Golf hebst du mir noch ein bisschen auf. Autorennen. Gas geben. Bam, 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 bam. Ah, gedrückt halten. Spaß! Frisst den Pilz. Rufus! Was sitzt du denn da rum? Das sollten wir unbedingt wiederholen. Du? Ich glaube, da hinten will einer was von dir. Hm? Wo? Ach nee, das ist nur eine Chronicle. Rufus, wir stehen am Rande einer Zeitschleife. Das wird sich alles wiederholen, wenn wir nicht... Hä? Und warum regt er sich so auf? Keine Ahnung. Ich verstehe nur... Zum Glück bin ich ein Experte im Schlabberlippenlesen. Ich fürchte, es gibt ein Zeitreset, der... Ich glaube, es heißt Zeit fürs Bett. Es gibt ein Zeitreset und der steht kurz bevor. Es bläht der Chor. Also für mich klang das eher wie Zeitreset steht kurz bevor. Ja, aber das würde ja keinen Sinn ergeben. Es sei denn natürlich... Oh oh. Oh nein. Ich habe sie schon wieder verpasst. Hey, wer ist da? Zimmerservice. Die Dienstbots haben rum. Okay. Na, wenn das so ist. Bringen Sie meinen Helm in die Reinigung und verschwinden Sie. Okidoki. Zeitreset. Also müssen wir jetzt irgendwie Wieso hinkriegen. Was ist denn jetzt ein Zeitreset? Das ist doch total hirnverbrannt. Ach, ich sollte mal mit Macronicle ein Hühnchen rupfen. Jetzt, doch, ich wollte gerade sagen, jetzt läuft die Zeit wieder. Also, wir haben eine gewisse Zeit, um
etwas zu verhindern. Da ist noch jemand im Fahrstuhl. Ah. Der kann man ja gucken. Aha. Goal? Ja? Wer spricht da? Mein Name spielt keine Rolle. Na, das sehe ich aber anders. Ich habe es zufällig sehr eilig. Wenn du nicht mal deinen Namen über die Lippen bekommst, kann ich dir auch nicht helfen. Du darfst nicht gehen. Jetzt reicht's mir aber. Wer bist du? Hat dich mein Vater geschickt? Wenn ja, kannst du ihm ausrichten, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffe. Und dass er mir nachspionieren lässt, ist wohl der Obergipfel. Wenn er mir was zu sagen hat, soll er das gefälligst persönlich machen. Dieses Gespräch ist beendet. Ach komm, oh nein, Goalie. Keiner da. Ach kacke. Ah. Das war aber kein schöner Ton. Probier's nochmal. Das war aber kein schöner Ton. Probier's nochmal. Das war aber kein schöner Ton. Probier's nochmal. Kannst du den Sack auch wieder hinhängen? Ja. Ja, so geht's mir auch gerade. Du könntest ein wenig Spaß vertragen. Also schlage ich die Fun-Zone vor. Schleunigst die Schleunen. Schleunigst zu den Schleusen. Schleusi-Deusi. Ja, Eusi-Deusi. Eusi-Deusi, man braucht einen Schlägel. Das denke ich mir. Das hat er vorhin schon gesagt. Schlägel. Den Tobi-Schlägel brauchen wir, aber der ist nicht da. Ich sag ja, es führt zu nichts Gutes, sich in den Lauf der Dinge einzumischen. Soll ich etwa auch Feige durch den Luftschacht foltern? Wahnsinnig produktiv. Besonders jetzt, wo die Zeit resettet wurde. Ich weiß. Irgendjemand muss die Kurbel am Chronokar benutzt haben. Und jetzt muss er noch einmal Grill-Donnerstag feiern. Das wird ihm eine Lehre sein. Geschieht ihm recht? Ich fürchte nicht. Wenn er keinen Aluhut auf hatte, wird er es heute Abend wieder genauso tun. Und dann wieder. Und wieder. Und wir stecken hier fest und können nichts dagegen tun. Das ist das Ende der Zeit, wie wir sie kennen. Du meinst, dieser Tag wird sich ewig wiederholen? Wo kann ich mir Schlimmeres vorstellen? Bitte, was? Das war kein so übler Tag. Ich hatte Spaß. Spaß! Vielleicht kriege ich sie ja in der nächsten Schlaufe überredet. Dann würde ich aufhören, sie zu überreden. Und dann wären wir glücklich für alle Zeiten auf Elysium. Aber so geht das doch nicht. Die Zeit würde niemals voranschreiten. Ich hab's schon verstanden. Du kannst dir deinen Werbeblock sparen. Was hab ich nur angerichtet? Man hat den Film 40 erste Dates gesehen. Daran erinnert mich das gerade. Irgendwo auf Elysium läuft nun ein Pestspeichelwaran pudelnackig durch die Gegend. Nudisten im Paradies. Mal ganz was Neues. Da kommen wir ins Mit, ist doch egal. Du siehst einen Schlägel. Ja, ich muss ja hier erstmal hier eins nach dem anderen, ne? Moin, nicht so ungeduldig. Ich enjoy das oder so. McGonagall ist mir egal. Oh. Der liegt da übrigens auch viel zu offensichtlich. Tschaußen. Ich gehe da wieder in die Fun-Zone, die war nice. Also, wer weiß, diesen blöden Sack in der Hand. Kannst du den nicht irgendwo anders mal hinhängen? Legen, setzen, stellen, liegen. Das war aber kein schöner Ton. Probier's nochmal. Das war aber kein schöner Ton. Probier's nochmal. Das war kein schöner Ton. Probier's nochmal.
Ach, geh mir mal auf den Sack, du! Dafür brauche ich nur meine Finger und mein musikalisches Talent. Ja, ist mir klar. Gegengewicht. Was brauchst du eigentlich? Gegengewicht? Keine Ahnung. Klippetidimpel. No. Ronny! Wo soll ich dich hinbringen? Du könntest ein wenig Spaß vertragen. Ja, ja, schick mich in die Funzone. Na sieh! Sieh! Ab in die Fanze, leck mich doch. Oh ja, das klingt nach Fun. Ja, natürlich! Das machen wir jetzt so lange, bis uns was Besseres einfällt. In der Fun-Zone. Sammle 10.000 Spaßpunkte und gewinne einen tollen Preis. Wähle eine von vielen Attraktionen aus. Und vor allen Dingen, habe Spaß! Spaß! Ja, mein Fun-Score ist natürlich wieder auf Null. Fun-Zone verlassen, Fun-Zone verlassen. Dann gehen wir jetzt mal in den Pool. Oh ja, mega. Hallöchen, ihr Süßen. Da sind Blubbern. Ja, Blubbern. Blubber, 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 Blubber. Also schon alles. Mal gucken, ob jetzt wieder der Chronicle auf der Rennstrecke auftaucht oder. Ich finde, du übertreibst das etwas. Man kann den Fun nicht forcieren, Alter. Alter, der frisst hier mit Pilzen zu. Wie viele Punkten bin ich, ey? Rufus! Okay, dann kommt der Chronicle wieder. Was sitzt du denn da rum? Du? Ich glaube, da hinten will einer was von dir. Rufus, wir stehen am Rande einer Nur mehr Krommelmümmel. Krommelmümmel. Und warum regt er sich so auf? Einfach ignorieren. Und sag mir, wie viele Punkte ich hab. Nicht genug. Warum gibst du nicht einfach auf und genießt den Tag? Weil ich das schon gemacht hab. Ich muss 10.000 Punkte. Okay, jetzt gehe ich nach aktuellem Stand davon aus, dass das Autorennen der Punkt ist, der dann dieses Dings wieder auslöst. Scheibenkleister, ich habe sie schon wieder verpasst. Hey, wer ist da? Zimmerservice. Die Dingsbots haben Roboku Dings da. Na, wenn das so ist, bringen Sie mein Helm. Die Dingsbots haben Roboku Dings da. Okay. Nimm den Helm und Matsch vom Acker. Also versuchen wir wieder Growl abzupassen. Ich gehe gleich zum Terminal, weil was soll ich jetzt groß noch probieren? Aha. Goal? Ja? Wer spricht da? Mein Name ist Rufus. Ich kenne keinen Rufus. Es heißt ja auch Rufus. Kuhschuss? Kuh. Nein, Ruh. Aber mit Fuß. Kuhfuß. Nein, Kuhfuß. Ach, egal. Mein Name spielt keine Rolle. Na, das sehe ich aber anders. Ich habe es zufällig sehr eilig. Wenn du nicht mal deinen Namen über die Lippen bekommst, kann ich dir auch nicht helfen. Scheiße, das funktioniert nicht. Du darfst nicht gehen. Kacke, ich habe da noch eine Idee, was funktionieren könnte, aber das schaffe ich jetzt nicht mehr. Deswegen müssen wir nochmal eine Runde drehen. Und dass er mir nachspionieren lässt, ist wohl der Obergipfel. Ja. Wenn er was zu sagen hat, soll er das gefälligst persönlich machen. Dieses Gespräch ist beendet. Ciao. Mach's gut. Genau, wenn er was zu sagen hat, soll er es persönlich sagen. Wir haben die Maske, die hat einen Stimmenverzerrer, die benutzen wir in der nächsten Zeitschleife. Na komm. Billibim.
Oh Gott, diese Zeitschleifen sind anstrengend. Wo soll ich dich hinbringen? Du könntest ein wenig Spaß vertragen. Ja, bring mich also nach Duisburg. Ja, sichi. Komm, ich versuch's jetzt gar nicht nach unten. Leck mich doch, komm, das klingt nach Spaß. Fun-Zone? Oh, ja. Ab nach Duisburg. Yippie-ja-jäh, Schweinebacke. Guckt schon richtig gelangweilt. Ach, halt die Schnauze. Ja, leck mich am Arsch mit deinem Spaß. Komm, wir furzen erstmal in den Pool. Ja, dann gehen wir wieder ins Bällebädchen. Hab dich auch noch erwischt, haha. Bringt kaum Punkte, der Scheiß. Oh. Ah, da hinten ist er dagegen. Hässliches Kind, hau ab. So, dann müssen wir jetzt erst golfen, sonst haben wir dieses doofe Autorennen wieder. Was bist denn du für ein Scheich? Oh, was bist denn du, Süßen? Was hat denn mein Dings hier gerade für einen Stress? Wie süß bist du denn? Das war nicht gut genug, okay. Ist das putzig mit dem Einhorn? Golf-Caddy-Einhorn. Ist das sweet. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so genau, welche Stelle ich hier treffen muss. Vielleicht muss ich dem mehr Schwung geben. Nee. Boom. Da muss ich vielleicht genau auf den Pfeil treffen dann doch. Ah, der ist immer ein bisschen zu spät. Wenn man drückt, braucht er noch eine Weile zum Reagieren. Die Zeit muss man reinberechnen. Man muss quasi vorhalten. Das ist gemein. Aber dieses sweet Einhorn. Ist das cute? Mampf. Schlecht. Stopp. Das kann jetzt eine Weile dauern mit dem Golf hier. Aber das Einhorn ist cute. Ach, hab dich nicht so, Junge. Ja, mega. Was passiert, wenn ich die Fanzone verlasse? Dann bin ich wieder im Aufzug. Ja, komm, leck mich doch, ey. Fun-Zone? Oh ja, das klingt nach Fun. Dann ist es entschieden. Auf zur Fun-Zone!
Auf und davon! Ich wollte gerade mal ausprobieren, ob wenn man das Ding neu... Nee. Willkommen in der Fun-Sammler-Welt. Ja, bla bla bla. Spaß, leck mich am Arsch. Nee, es ist, resettet sich hier gar nichts. Okay, gut. Dann bleibt uns nur noch das Autorennen in der Fun-Zone. Haben wir alle ein bisschen Spaß in der Fun-Zone. Geben wir jetzt mal richtig Gas in der Fun-Zone. Ballern wir so richtig durch in der Fun-Zone. In der Fun-Zone. Jetzt eigentlich... Ne, wenn ich langsamer werde, verliere ich dann Punkte oben. Okay, also muss ich durchziehen. Ja! Fun-Score! Ah, okay. Rufus! Was sitzt du denn da rum? Ja! Du? Ich glaube, da hinten will er bloß. Es ist ja, ich lasse den Chronicle mal kurz ein bisschen hampeln und hol mir was zu trinken. Rufus, wir stehen am Rande einer Zeitschleife. Ja, ist korrekt. Ja. Warum regt er sich so auf? Wir sind in einer Zeitschleife. Nichts kann daran etwas ändern. Das war so schon wieder leer. Da steht zwar kein Wort, aber es klingt irgendwie ernst. Ja. Ich erkläre es euch in der nächsten Runde. Ist ja, das ist richtig. Was meinst du mit? Na komm. Bye-byechen. Gute Reise. Es hat mir sehr viel Spaß bereitet. Goal, geh nicht! Wow, das war gekonnt. Ich habe sie schon wieder verpasst. Hey, wer ist da? Zimmerservice. Die Dienstbots haben Robocudings da. Na, wenn das so ist. Bringen Sie meinen Helm in die Reinigung und verschwinden Sie. Okidoki. Wie macht man aus einem Schottglas ein Schrottglas, indem man eine Flasche oben drauf stellt? Scheiße. Ich gehe dann. Kacke. Die Zeit läuft.